Getrost verbraten. So. Die Rüben. Ich jetzt hier hin. Hauen. Zack. Jawohl. So, das sind die Maissamen, die kommen hier hin. Und der Weizen kommt dahin. So. Damit haben wir doch jetzt hier schon mal so ein bisschen was an Nahrungsanbau. Ist doch ganz nett soweit. Und das, was wir jetzt noch übrig haben, können wir jetzt eigentlich problemlos auch zu Essen verarbeiten, wie zum Beispiel dieses Weizenmus oder was das war. Das war ja an sich eigentlich schon ganz geil. Hep. So, mal gucken, was hatten wir denn da hier? Da jetzt nichts mehr von haben. Gegrillter Taro, ich. Ankai Taro. Taro, Taro, Toro. Weizenbrei, jawohl, das braucht Weizen und Heidelbeeren. Und beides haben wir jetzt durchaus. Da mal 15 lassen wir es übrig. So. Die Rüben, die ich habe. Lagerfeuerrüben. Gegrillte Rübe heißt das. Die haben wir jetzt eingepflanzt. Dem vertrauen wir mal. Dann können wir die auch komplett durchgrillen. Den Mais. Lagerfeuer Mais. Oder ist das auch gegrillter Mais? Gegrillter Mais. Können wir es richtig geben? Ganze Scheiße jetzt richtig durchballern. Zack. So. Und dann können wir nochmal gucken. Wir haben hier einen Lagerfeuer-Eintopf, der braucht meistens das Camus hier Dönse. Okay. Der Wildeintopf braucht die Bohnen und die Rüben. Nochmal Lagerfeuer-Bohnen. So, der Lagerfeuereintopf, der Fetthammer, das haben wir. Den haben wir auch noch ein paar, die haben wir auch angepflanzt, den können wir auch gerne noch mal ein paar machen. Zack. Dann könnten wir getrost auch hier. Stück, na ja. 5 Stück davon nochmal bestellen. Den Wildeintopf habe ich nicht bestellt, ne? Nee. Wie viel? 8 Stück mache ich. Ich mal 3, 2. Achso. Ach, geht nicht, weil ich keine Aufträge mehr in die Warteschlange. Okay, dann muss ich die Wildeintopf und die Lagerfeuerdinger, die muss ich dann später machen. Auch nicht schlimm.
Aber ich könnte auf jeden Fall hoppla, dann jetzt, weil ich dafür auch Fleischreste brauche, hier mal wieder schauen. Ich hab hier noch mächtig, Alter. Nochmal 30 Braten durchballern. So. Damit ist hier die Nahrungsproduktion jetzt gerade mal richtig am rotieren. Das ist doch nice. Jetzt können wir auch mal die Spitzhacken wieder reparieren. Repariere Spitzhacke. Und dann ist es auch schon wieder so verständlich dunkel, dass ich wieder nichts arbeiten kann. Also hauen wir uns hin. Jetzt muss ich mich wieder manuell drehen. Schlafen wir mal wieder einen Tag durch, nachdem wir jetzt ein paar Tage wieder nicht geschlafen haben, nicht so richtig. Gönnen wir uns mal wieder. So. Unsere Bäumchen hier wollen immer noch nicht wachsen. So, wie weit bist du denn jetzt? Okay, die Aufträge sind frei. Also Wildeintopf habe ich gesagt. Mache ich nur zwei. Das andere war Lagerfeuer, ein Topf. Habe ich fünf gesagt. Götz. Sehr schön, sehr schön. Dann skillt auch vielleicht bald mal das Lagerfeuer wieder. So. Jetzt war da doch noch was. Nee, da. Erst einmal hier diese Blümchen schon wieder. Jetzt können wir gerade mal hier gucken. Hier hat sich nichts verändert. Ne, hier ist immer noch alles voll. Kann man nichts auffüllen. Nee. Aber hier unten die Fresskiste füllt sich jetzt immer wieder. Kann jetzt Grunde genommen auch die mal mit reinschmeißen. Das fasse ich jetzt mal alles zusammen. Gut, gut, gut. Jetzt könnte ich gerade mal. Ach Gott, hier diese Ecke. Gar nicht mal geguckt nach diesem Farnsalat. Farnsalat brauchen die. Ach, der braucht halt auch rohe Rüben und die Rüben habe ich alle verbraten. Also ein Farnsalat wäre halt auch mal wieder was gewesen. Ich habe nämlich halt auch noch so viel Farn einstecken, den ich nicht loswerde. Na gut. Das ist jetzt erstmal alles weg. Gut, gut, gut. Ah, jetzt weiß ich, was ich da noch wollte eben. Oder ja, ich habe mir gedacht, ich hole mir noch ein bisschen Gras. Eppe. Holen wir mal hier nochmal aus der Truhe nochmal ein 100er raus. Und mach noch ein paar mehr von den. Dingern. Werden wir ja noch ein paar brauchen. So, ich mach mal einen. Mal gucken, ob der jetzt hilft. 12,7 brauche ich für einen. Ich will jetzt unten den Skill mal einen hochtreiben. 12,7 für einen. Zack. Immer noch kein Levelaufstieg. Du bist eine Sacknase. Also nochmal ein. Jetzt ist er aber langsam echt am Anschlag oben. Also ich weiß nicht, wo der jetzt noch hinwandern soll, dieser Skillbalken.
Jobs da. So, jetzt aber. Ja, Level 4. Und jetzt kostet es 11,6. Genau, das wollte ich doch hören. Ah. Fehlen 8 Gras. Ja nix. Ach, Gras ist einmal hier irgendwo einen geschnappt. Wo haben wir denn da? Da. Wie, da kam jetzt nichts raus. Da. Acht, sag ich doch. Acht Gras. Zack. Dann kann der weitermachen. Auch wir weitermachen. Immer noch auf der verzweifelten Suche nach Eisen. Es ist alles kein Eisen, es ist Scheißen, Gneisen. So. Zack, zack. Und wieder hier einmal außenrum. Und bis nach draußen gelatscht. Dann muss ich mal über eine bessere Verbindung nachdenken. Den Riesenweg außenrum. Verbringe ich eigentlich die meiste Zeit des Spiels mit Auf- und Ablaufen hier. Das ist aber auch einfach zu viel von diesem Kneißscheiß. Vielleicht müsste ich doch irgendwann noch mal. Ich bin jetzt hier wirklich so tief unter dem Berg, dass ich wahrscheinlich auch direkt zur Oberfläche keine Verbindung mehr kriege. Ich jetzt nicht nur mich hier gerade, ich habe hier auch diesen riesen Felsen vor meiner Nase, Felsen vor der Nase, ziemlich zischendes F. Da ich mich hier schon sehr weit reingegraben habe. Ich sag ja, ich brauche mal einen Sklaven, ich brauche mal einen Mitarbeiter, der mir das Zeug hier irgendwie wegschaufelt. Kann doch nicht sein, dass ich hier alles alleine machen muss, Mensch. Ist jetzt hier ein Stein oder was? Kuba. Kuba. Achtmal Kuba. Wird es schon wieder dunkel oder wird es gerade bei mir zu hell? Heute scheint ja mal so ein bisschen die Sonne. So richtig wärmend ist sie noch nichts, weil einfach zu viel Schleierwolken noch ein bisschen davor hängen. Die Sonne kommt so ein bisschen durch heute. Das ist schön, das ist motivierend. Das macht mich heute auch irgendwie schon gleich wieder so ein bisschen glücklicher und motivierter im Gesamten. Ich merke das schon, dass sich das auswirkt. Aber lieber wäre es mir natürlich, wenn die Sonne jetzt schon so richtig schön warm wäre, dass man sich dann irgendwann sagt, so, und jetzt mache ich einfach mal auch das Fenster auf und lass mal ein bisschen Luft rein. Und wenn dann so die Luft schon so leicht nach Frühling riecht. Und